Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. In dem heutigen Video möchte ich 6 W-Fragen stellen in Bezug auf das Verkaufen. Vor allem für die, die ganz am Anfang stehen, sollten sich diese 6 Fragen stellen, um zu beginnen. Und auch die, die fortgeschritten sind und schon viel verkauft haben und im Verkauf tätig sind, müssen schauen, dass sie sich immer wieder diese Fragen stellen. Viel Spaß bei diesem Video, bleibt unbedingt dabei, ein sehr wichtiges Video für alle. Viele wissen schon, was sie möchten, nur sie können nicht beginnen, weil sie immer den richtigen Moment suchen und den richtigen Zeitpunkt, dass alle Umstände ideal sind. Diesen Moment wird es quasi nie geben, sonst wartest du vergebens. Freunde, wie angesprochen, soll es heute um die 6 W-Fragen gehen, die super simpel sind und jeder kennt und sich jeder stellen sollte, wenn er mit dem Verkaufen beginnen möchte und Schritt für Schritt sich nach oben hocharbeiten möchte, um hier wirklich erfolgreich auch zu verkaufen. Und falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen wie das Kaufen und Verkaufen, dann unbedingt diesen Kanal abonnieren, denn ich gebe hier wertvolle Tipps an die Hand, um dir das Kaufen und Verkaufen zu erleichtern. Gib dem Video gerne jetzt schon mal einen Daumen hoch, das motiviert mich für viele, viele weitere Videos. Lasst uns einfach mal beginnen. Ihr seht schon die Fragen. Es beginnt mit warum, und das ist auch die schwerste Frage, die sich viele stellen: warum überhaupt? Ja? Wobei die Antworten dazu sehr, sehr einfach sind. Ihr seht, das ist auch die größte Frage von den Wörtern her tatsächlich und die größte Stufe, bei der die meisten schon stehen bleiben und einfach nicht nach oben gehen. Und ich möchte das dir heute einfach mal zum Überlegen anregen und das Ganze vereinfacht darstellen und einfach mal so Freestyle gesprochen erzählen, wie ich darüber denke, wie ich diese Fragen für mich beantworten würde, um einfach zu beginnen. So, und beginnen wir einfach mal mit der Frage, warum. Die sollte sich jeder selbst stellen. Eigentlich generell sollte sich jede Frage jeder selbst stellen. Ich würde einfach hier in diesem Video dir helfen, manche Fragen zu beantworten. Am Ende solltest du dir die selbst einfach beantworten, weil es kommt immer auf einen selbst an und das ist das, was zählt. Sonst kommst du einfach nicht dazu. Aber es kann dich anregen. Dieses Video kann dich anregen, dazu hier einfach zu beginnen. So, ich möchte jetzt nicht zu viel erzählen, aber bei der Frage warum, und die meisten würden diese Frage beantworten mit mehr Geld. Wenn es ums Verkaufen geht, warum will ich überhaupt verkaufen? Ja, um etwas zu erwirtschaften, etwas umzusetzen, mehr von etwas zu haben. Und da ist es am Schluss immer das Geld. Und in dem Falle natürlich, um einfach vielleicht nebenbei mehr Geld zu verdienen, um sich vielleicht einen besseren Lebensstandard zu ermöglichen und vieles mehr. So, viele würden auch sagen, wer es wirklich ernst meint und der wirklich nach ganz oben möchte, der würde auch sagen, der Erfolg. Ich möchte Erfolg im Verkauf erreichen. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Das wird aber Schritt für Schritt kommen. Ja. Irgendwann, wenn es dir gefällt und du da richtig drin bist, erfolgt einfach der Erfolg. Ganz einfach. Man muss einfach tätig sein. Und ich sag mal so, es muss auch Spaß machen. Warum mache ich das? Weil es mir Spaß macht. Diese Warum-Frage wird immer wieder gestellt, ja, in deinen Gedanken. Und du solltest die dir immer so beantworten, dass du mit der Antwort immer kommst, ja, ich habe damit Erfolg und ich habe Spaß bei der Sache. Kommen wir zur nächsten Frage. Die Frage, was? Was, und zwar, was soll ich denn überhaupt verkaufen? Und hier ist es ganz simpel. Private Dinge, damit würde ich immer beginnen. Ja, ich würde nicht direkt zum Gewerbeamt laufen und mir einen Gewerbeschein anmelden oder gar eine Rechtsform anmelden irgendwo, sondern zuerst einmal, wenn du ganz am Anfang stehst und verkaufen möchtest, taste dich da langsam ran. Versuch eher einfach die Dinge, die du zu Hause rumliegen hast, erstmal zu verkaufen. eBay Kleinanzeige, die beste Variante dafür, komplett kostenlos, kannst du einfach Schritt für Schritt Beschreibungen erstellen, Bilder erstellen, verkaufen und so ein bisschen gucken und das Gefühl bekommen, ist das was für dich? Magst du das, wenn du etwas verkaufst? Findest du da Freude und macht es dir Spaß? Darauf kommt es an. Und wenn du dann da das Gefühl hast, yo, das gefällt mir, ja,
Dann kann man schon schauen, okay, wie kriege ich hin, dass ich Produkte einkaufe, günstig einkaufe und diese teurer quasi weiterverkaufe. So, und dann kommen wir schon zu der nächsten Frage, die Frage wie. Wie schon davor gesagt, privat, erstmal privat und dann gewerblich. Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Nun bedenke eines dazu, rechtlich, dass du privat nicht Produkte verkaufen darfst, um Gewinne daraus zu ziehen. Wenn du richtig beabsichtigst, Gewinne zu erzielen, dann solltest du dich auch unbedingt gewerblich melden. Ja, das möchte ich hier wirklich als kleinen Disclaimer sagen. Ich animiere hier niemanden, privaten Handel schwarz Geld zu verdienen in dem Sinne, sondern private Dinge ist vollkommen rechtens, das zu verkaufen, die du nicht mehr brauchst, zu Hause, im Keller, in der Garage, sonst wo. Sobald du aber beabsichtigst, Dinge zu verkaufen, von denen du dann wirklich Gewinne erzielst, und zwar produktiv, dann wirst du dich gewerblich melden müssen. Und da kommst du nicht drum rum. Sehr wichtig. Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar die Frage, wer? Wer ist imstande zu verkaufen? Im Grunde genommen jeder, ja? Jetzt gibt es hier gesetzliche Vorschriften natürlich, dass du dich auf gewissen Seiten, sagen wir mal eBay oder Amazon, erst ab 18 Jahren registrieren darfst, um da gewerblich verkaufen zu können. Auch einen Gewerbeschein kannst du erst mit 18 Jahren beantragen. Aber in erster Linie kann es jeder bei eBay Kleinanzeigen, auf dem Flohmarkt, kann jeder verkaufen. Ja? Sein altes Spielzeug, seine alte Konsole, seine alten Spiele kann jeder verkaufen. Ja? Nur wenn es dann in die Schiene der Gewerblichkeit geht, dann solltest du schon über 18 sein oder du nutzt die Namen, besprichst das mit deinen Eltern, dass die das auf sich anmelden und du über deren Namen die Dinge verkaufst und für dich die Gewinne erzielst. Das ist möglich, ja, das musst du natürlich mit deinen Eltern absprechen, weil das ist auch eine rechtliche und steuerliche Sache, die da eine große Rolle spielt. So, und dann kommen wir schon zu der vorletzten Frage, die Frage wo. Und ich habe hier schon einige Punkte genannt. Wo kann man überhaupt Dinge verkaufen? Und da eignen sich Marktplätze natürlich, die ich hier auf diesem Kanal bespreche. Dazu gehören natürlich Amazon, dazu gehören natürlich eBay oder der Kaufland-Marktplatz. Aber auch Flohmarkt, was ich schon gesagt habe, ja, wo man seine privaten Dinge vielleicht verkaufen kann, so ein bisschen das ausprobieren kann. Oder eBay Kleinanzeigen. Ja, wo man das privat machen kann, gar kein Problem. Und wenn du dann das noch weitermachen möchtest, dann kannst du überlegen, ob du dann irgendwann auch einen eigenen Online-Shop gründest. Du hast ein spezielles Produkt, was du vielleicht irgendwie beziehst oder produzieren lässt, was du dann auf deinem Online-Shop verkaufst. Und vieles mehr. Also die Frage, wo ist ganz einfach zu beantworten. Und noch einfacher, wie ich finde, die Frage, wann. Viele wissen schon, was sie möchten, nur sie können nicht beginnen, weil sie immer den richtigen Moment suchen und den richtigen Zeitpunkt, dass alle Umstände ideal sind. Diesen Moment wird es quasi nie geben, sonst wartest du vergebens und sehr lange einfach auf den Zeitpunkt, der irgendwann einfach nicht kommt. Dann kommen irgendwelche anderen Umstände, andere Probleme dazu. Versuch das langsam nebenbei zu machen und beginne heute schon. Und wie du beginnen kannst, dazu habe ich zwei Videoreihen erstellt. Für eBay und für Amazon. Schritt für Schritt Anleitungen, wie du dich anmeldest, wie du ein Verkäuferkonto erstellst, wie du die ersten Produkte quasi online stellst, wie du das Konto einrichtest, dass es rechtssicher ist. Alle diese Punkte bespreche ich hier auf diesem Kanal. Deshalb schau dir unbedingt diese Videos an. Die Playlists verlinke ich dir hier oben oder unten in der Videobeschreibung. Schau sie dir gerne an. Und ich hoffe, dieses Video war für dich motivierend, hier gewissermaßen anzufangen. Und ich freue mich, wenn du diesen Kanal auch abonnierst und hier mit in der Community mitarbeitest bzw. mit tätig bist, um sich gegenseitig zu unterstützen. Das wünsche ich mir.
Gib dem Video gerne einen Daumen hoch, wenn dir dieses Video gefallen hat und dich gewissermaßen motiviert hat. Das würde mich sehr freuen. Viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen und bis zu den nächsten Videos. Ciao.